Ich bin Valentin Bachem vom Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung. Ich bin dort Abfallberater und mein Schwerpunkt ist die Beratung der Kindergärten und Schulen. Das gibt es. Also diese Einwegbecher, die sind in der Regel ja, 10, 15 Minuten in der Verwendung und dann werden sie zu Abfall. Ja, die werden immer so harmlos als Pappbecher benannt. Aber im Prinzip ist das, naja, das außenrum ist Pappe, Holz, das angebaut und verarbeitet werden muss. Und das Innere ist eine dünne Plastikschicht, wozu man Erdöl braucht. Und dieses Gemisch aus den beiden, das lässt sich nur sehr schwer trennen und letztendlich recyceln. Deswegen ist das, ja, das ist Abfall, der verbrannt wird. Also die Deutsche Umwelthilfe hat herausgefunden, dass es 320.000 Becher pro Stunde sind, die im deutschsprachigen Raum anfallen. Das ist eine Menge. Im Prinzip ist es ein dreistufiges System, was wir empfehlen. Das erste ist, wenn es dir möglich ist, genieße den Kaffee irgendwo in deinem Lieblingscafé. Aus einem Porzellangefäß und nimm dir Zeit dafür. Weil es ist, ja, die Businessleute, die Studierenden, die sind heutzutage sehr, sehr gestresst und nehmen sich sehr wenig Zeit und ja, häufig ist Kaffee nur so etwas wie ein Symptomkiller. Also wie die Aspirin beim Kopfweh ist der Kaffee das gegen die Müdigkeit. Und die Idee ist einfach, sich wieder hinzusetzen, die Zeit zu nehmen und das Gut Kaffee auch wieder zu schätzen zu lernen. Wenn das nicht möglich ist, dich hinzusetzen, dir Zeit zu nehmen, dann bring deinen Lieblingsbecher mit. Also Lieblingsbecher deswegen, es ist ein Mehrwegbecher, den du immer wieder befüllen kannst, aber besorg dir den, der zu dir passt. Weil der eine möchte einen, der besonders dicht ist, der andere möchte einen, der besonders leicht ist, wieder jemand möchte einen, der besonders lange heiß hält, deswegen informier dich und besorg dir deinen Becher. Und wenn auch das nicht möglich ist, dann wäre es schön, wenn du an einem Pfandsystem teilnimmst, das möglicherweise auch in Heidelberg bald etabliert ist. Also es ist so, in München zum Beispiel, in Berlin ist es so, dass du gehst in ein Café, bestellst dir deinen Cappuccino, kriegst dann einen Becher und zahlst 1 Euro Pfand dafür. Diesen Becher kannst du dann mit dir rumtragen, der ist aus Plastik, aus Polypropylen. Du trägst ihn durch die Stadt und gibst ihn an irgendeinem anderen teilnehmenden Café wieder ab, kriegst deinen Euro zurück und für dich ist dann erledigt. Der Gewerbetreibende nimmt den Becher, stellt ihn in seine Industriespülmaschine, spült ihn durch und stellt ihn wieder an die Theke für den nächsten Kunden. Und damit ist es im Prinzip ein rundes System und vermeidet Einwegbecher. Es gibt ein paar Cafés, die sagen, wir können den Becher nicht befüllen, aus hygienischen Gründen. Meine Vermutung ist, dass das oftmals einfach Unsicherheiten sind, dass oder Bequemlichkeit, das in den Prozess einzubinden. Die Veterinäre sagen, dass das kein Problem ist, fremde Becher zu befüllen. Es gelten dabei so die Hygienestandards, die im Café allgemein gelten. Das heißt, man soll den Becher nicht hinter die Theke nehmen und der Becher darf die Maschine nicht berühren. Aber das lässt sich wunderbar lösen, indem man halt den Becher auf der Theke stehen lässt, lässt den Kaffee in ein kleines Edelstahlgefäß laufen und füllt es dann einfach auf der Theke in den Becher. Also in guten Cafés passiert das auch schon so. Wir hatten im Rathaus, im großen Rathaussaal, die ganzen Cafés und Gewerbetreibenden eingeladen. Und dort konnten sie sich über die verschiedenen Pfandsysteme, die es in Deutschland gibt, informieren. An diesem Termin waren auch die Veterinäre eingeladen und die haben ganz klar gesagt, Cafés können jederzeit fremde Becher befüllen.
Es gilt, die Hygienevorschriften, die es gibt, einzuhalten. Das heißt, es ist eine Sichtprüfung zu machen. Ist der Becher sauber? Ist er nicht sauber? Und die Firmen können auch ganz klar Becher, die schmuddelig sind, ablehnen. Genau, es gibt auch eine Vorgabe, dass Becher nicht hinter die Theke sollen oder die Kaffeemaschine berühren sollen. Genau, das kann jeder Kaffeebetreiber so handhaben, wie er das mag. Es gibt auch eine Vorgabe, dass nach dem Berühren eines Bechers der Mitarbeiter sich die Hände waschen muss. Das sind solche Dinge, die sind einzuhalten. Von den Studierenden würde ich mir ein bisschen mehr, wie soll ich es nennen, nicht Krawall. Nee, ein bisschen Mut und Aktionismus wünschen. Genau, also dass sie in die Cafés gehen, dass sie nachfragen. Hier ist mein Becher, befüllen Sie mit denen. Gibt es einen Rabatt? Dass sie einfach nachfragen und etwas bewegen und das auch selbst voranbringen wollen. Ne? Also von unserer Seite, von Seite der Stadtverwaltung, ist es so, dass wir eine Infokampagne machen. Wir werden die Bürgerinnen und Bürger und die Firmen dazu animieren, daran teilzunehmen. Wir machen das über Social Media Kanäle, das heißt Twitter, Facebook, über die Webseite. Wir werden im Frühjahr Citylight-Plakate hängen im Stadtgebiet. Ja, und einfach animieren, mitzumachen. Also unter becherkarte.de findest du im Prinzip eine Webseite. Das ist eine Stadtkarte, eine OpenStreetMap, wo die ganzen Cafés und kaffeeausgebenden Läden eingezeichnet sind, die Mehrwegbecher wieder befüllen. Und gegebenenfalls auch einen Rabatt geben auf den Kaffeepreis im Mehrwegbecher. Und dann kann man sich seinen Lieblingscafé auswählen und die Details anschauen. Da steht halt drin, befüllt Mehrwegbecher, gibt so und so viel Rabatt. Und noch eine Internetseite, wenn wir das hatten. Und Cafés, die da noch fehlen, die können sich dort auch noch anmelden. Also das ist nicht keine statische Karte, sondern die wird ständig gepflegt. Also an Bechern gibt es sehr viel unterschiedliche. Das hier ist der Freiburg-Becher. Im Prinzip der, mit dem die ganze Bewegung in Deutschland jetzt begonnen hat. Da war die Stadtverwaltung mutig, beziehungsweise der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft der Stadtverwaltung mutig. Und die haben einfach mal damit begonnen. Das ist quasi die erste Version des Bechers. Das ist etwas, was es schon lange gibt im Getränkemarkt. Bereich, das ist Polypropylen, also ein Plastik, was sich gut reinigen und waschen lässt und auch relativ günstig ist von der Herstellung. Das ist ein Becher der Firma Recap aus Rosenheim bei München. Und die haben im Prinzip diesen Becher genommen und damit begonnen und dann daraus diesen hier entwickelt, der halt einfach verbessert ist und besser für den Kaffeebetrieb geeignet ist. Dann gibt es in zwei Größen, für 0,03 und 0,04. Und jetzt soll irgendwie noch einer rauskommen. Also sie sind sich im Prinzip ähnlich. Das hier ist der Miltenbecher. Das ist ein Schülerprojekt aus dem Landkreis Miltenberg. Und das ist im Prinzip vom gleichen Hersteller wie der Rika. Gleiches Material, nur halt eine Eigenproduktion. Dann gibt es noch Porzellan. Das ist sehr wertig, hält auch die Wärme sehr gut. Also der wird nicht heiß beim in die Hand nehmen, weil das ist ein doppelwandiges System, da ist Luft dazwischen. Nachteil von Porzellan ist, es ist sehr aufwendig bei der Herstellung, kostet sehr viel Energie. Und ist halt schwer und zerbrechlich. Dann gibt es noch Bambus. Da sollte man drauf achten, dass es ein hochwertiges Bambus ist.
dass der Bambusanteil sehr hoch ist und der Klebeanteil, mit dem die Bambusfasern zusammengehalten werden, möglichst gering ist. Genau. Es gibt noch Lignin. Baumsaft ist das umgangssprachlich. Das ist ein Stoff, der in der Papierindustrie abfällt. Und da gibt es eine Firma, die heißt, ist glaube ich No Waste EU, und die machen daraus auch Becher. Becher davon kann man finden in Hamburg im Moment. Kehl und Straßburg hat gerade einen Becher rausgebracht, das ist auch so einer. Da gibt es eine Firma Subcup, die nutzt auch diese Becher.